Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Renas Live. Heute zum 204. Let's Play von den Sims 4. Beim letzten Mal habt ihr natürlich wahnsinnig viel Alltag gesehen, aber auch, dass Rena wohl die letzten Tage leben wird oder davongehen wird bald. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es lässt sich nur sehr unglücklich ausdrücken. Und ja, gerade sind Kim, Finn, Elias und Chiara jeweils von Schule bzw. Arbeit gekommen. Und ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß. In unserem letzten Let's Play wurde uns empfohlen oder wurde uns zugetragen, dass wir jetzt in Elternzeit gehen können. Und ups, ich würde erstmal Rechnung bezahlen. Aber auch sagen, dass sie ruhig schon in Elternzeit gehen könnte. Und somit schicke ich sie dann auch mal schlafen. Nein, sie hat Hunger und sie isst aber eine schnelle Mahlzeit und zwei Joghurt. Und danach geht's schlafen. Elias würde ich auch langsam mal dann in Elternzeit schicken. Und danach ab ins Bett. Finn kocht sich gerade was, wie ich sehe. Bereitet sich einen Gartensalat zu. Na, wie fein ist das denn? Chiara könnte dann ja schon mal öffnen. Grundschulhausaufgaben. Oberschulen Hausaufgaben machen. Paolo hat es fertiggebracht, unseren PC zu schrotten. Verwenden. Gartensalat essen. Entbindung in Fragezeichen. Okay. Also scheint sich das Baby langsam anzukündigen. Jo. Ich würde aber sagen, du schläfst mal langsam. Finn isst noch sein Salat zu Ende und danach schicken wir ihn auf jeden Fall ab ins Bett. Da nur noch Chiara und Finn wach sind, Finn isst noch, Chiara macht noch Hausaufgaben und danach würde ich sagen, geht sie noch schnell verwenden. Isst eine schnelle Mahlzeit Joghurt und geht dann ebenfalls schlafen. Und ich werde dann mal ein wenig die Uhr vorstellen. Chiara sollte dann langsam, glaube ich, das Ende finden. Ja, Marcel ist wach und der Gute kocht dann mal Specksalat, Tomatensandwich in Partygröße. Julian Porter fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Nö.
ersetzen. So, Marcel kocht dann gerade. Chiara isst noch schnell einen Joghurt. Und geht danach schlafen. Rena ist wach. Ein Gericht nehmen. Ah, nein. Okay. Okay. Ja. Rena braucht ein langes Leben. Doch schließlich ist die Zeit gekommen. Das hohe Alter macht ihrem Leben ein Ende. Ja. Ja. Und Chiara schlendert vorbei Richtung Bett. Wie als wär's das Normalste des Lebens. Der Einzige, der das jetzt mitkriegt, ist Marcel, der sich halt des Schockes über anscheinend noch hinsetzt und weiter isst. Und der Sensemann wartet schon. Paolo wacht gerade auf. In Inventar platzieren. Und somit verschwindet schon die Urne und somit auch Rena. Ja, ein Gericht nehmen. Wir werden halt leider Gottes einfach weitermachen müssen. So ist das halt nun mal, so blöd das jetzt klingt, aber ja. Verwenden. Somit sind wir wiederum nur 6 Personen in diesem Haushalt. Sehr unwohl. Ein Gericht nehmen. Hin ob tu Grabna. Enarva. Ula. Zanush. Rauf. Franga Zarib. Narbo Tu. Boy. Wah. Sabris Fosha. Hard me vey. Off the pain. Vanorf. Finn ist zum jungen Erwachsenen geworden. Ja. Finn ist älter geworden und der Gute ist natürlich gut, wenn das hier steht. Ja, steht hier. Und finito. Und wir werden Outfits planen gehen. So, wir werden natürlich auch bei Finn gucken, ob wir ihn noch ein wenig verändern müssen. Manchmal verändert sich ja die Kleidung dann. Ich weiß allerdings nicht, ob das so drastisch sich verändert zwischen Teenager und junger Erwachsener. Aber ihr seht, er sieht schon etwas anders aus. Ich finde, das kann man definitiv so lassen. So wie wir ihn bisher gestaltet hatten. Ja. Da wird doch nichts verändert. Und wir sind dann mal gespannt, wann Kim ihr Baby entbinden kann und ob es mal wieder ein Mädchen ist. Denn Mädchen hatten wir schon ewig nicht mehr, außer natürlich jetzt Chiara. Aber ihr wisst ja, wenn ihr die Let's Plays dieser Sims-Familie verfolgt habt bisher, dass wir wahnsinnig häufig Jungs bekommen haben, warum auch immer. Aber irgendwie
wär's mal an der Zeit, wieder dann doch ein Mädchen zu kriegen, oder? So, da sind wir auch schon wieder. Marcel ist sehr traurig, alles klar. Kim isst noch was. Paolo quatscht mit Elias. Finn ist gerade traurig, dass man nicht an seinen Geburtstag gedacht hat, aber ja, so kann es halt eben auch sein. Und Joghurt. Ach nee, müssen wir gar nicht Joghurt essen. Wir haben hier noch Gericht stehen. Danach würde ich sagen, gehen wir joggen. Vielleicht regt das ja die Wehen an, wie es so schön heißt. Ja. So, Elias. Verwenden. Duschen. Und Finn isst noch was. Geht dann allerdings, würde ich sagen, auch verwenden und duschen. Karriere einschlagen. Jo, danach suchen wir dann halt einen Job. Finn sollte Polizist werden, oder? Hatten wir schon länger nicht mehr. Aufräumen. Duschen. Weglegen. Nein, wir hatten doch schon gewählt. Finn ist doch schon... Genau, Streifenpolizist.
So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl uns nun ja in dieser Folge nun Rena verlassen hat. Aber wie ihr ja wisst, wird es bald wieder ein Persönchen mehr in unserem Haushalt geben. Wir sind allerdings mal gespannt, wann Kim dann endlich entbindet. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.